wieder eure Alex und ich möchte euch heute gerne diese Stulpen vorstellen. Die sind von Outlander inspiriert. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie kennt. Da tragen die beiden Hauptakteurinnen immer wunderschöne Strick- und Häkelkleidung, hauptsächlich aber gestrickte Sachen und neben wunderschönen Tüchern eben auch gerne Stulpen. Und die Tochter, die Brianna, die hat in der vierten Staffel Stulpen an. Die sind zwar nicht ganz von der Farbe so, die sind eher so von der Farbe, aber das sind ganz einfache, robuste Stulpen und die fand ich so toll. Da habe ich gedacht, sowas zumindest in der Art können wir bestimmt nachhäkeln. Habe ein bisschen experimentiert und da sind eben diese draus geworden. Der entscheidende Vorteil ist, dass ihr eigentlich wirklich nur ein Quadrat häkeln müsst und einen kleinen Daumenausschnitt lassen müsst. Ich habe hier extra keinen Daumen dran gemacht, damit eben auch dieser robuste Look eben bleibt und habe ein Muster gewählt mit halbem Stäbchen, wo sich eben hier oben drauf diese Schlingen bilden, dass das so ein ganz bisschen Strickoptik ergibt und auch leicht umzusetzen ist. Ja, verbraucht habe ich ein Rest Wolle, wo ich euch gar nicht mehr sagen kann, wo ich den her habe. Den habe ich nämlich schon ein bisschen länger. Das waren nicht mal 50 Gramm, die ich hier verbraucht habe für beide Stulpen. Das ist ein sehr schönes Garn, wie ihr hier seht, auch mit einem Verlauf für Nadelstärke 5 bis 6. Das passt sehr, sehr gut zu der Optik der Stulpen und das ist mir einfach zu kratzig gewesen für den Hals, aber für die Hände ist das super und das ist ganz fluffig und wärmt auch wunderbar. Also da war das genau richtig. Wenn ihr vorhabt, mal wieder ein paar Reste zu verwerten und habt noch ein einfaches Garn, sagen wir mal, ich zeige euch gleich ein Beispiel, sagen wir mal ein einfaches Polyacrylgarn, wo ihr noch ein Knäuel habt, 50 Gramm, und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt, dann guckt doch noch mal tiefer in eurem Vorrat, ob ihr nicht irgendwo vielleicht ein bisschen Lace-Wolle habt. Denn ich habe die gleichen Stulpen genau mit so einer Mischung gemacht. Ich habe hier so ein ganz einfaches graues Polygarn gehabt und habe mir einen Rest von einem Lace-Ball einfach dazu genommen und habe die Fäden doppelt verlaufen lassen, also nebeneinander verlaufen lassen, und der Lace-Ball, der hatte auch noch so einen kleinen Verlauf von hellgrün zu dunkelgrün, und da ist dieses Stück draus geworden, was mir sehr, sehr gut gefällt und auch eben gut zu dieser Optik passt. Und das gleiche mit so einem lilafarbenen Lace-Rest, da ist dann das draus geworden. Also da könnt ihr auch noch schön variieren, oder wenn ihr kleinere Reste habt, empfehle ich euch ein Hauptgarn, wie jetzt hier zum Beispiel das Grau, und nehmt mehrere kleine Reste, die ihr dann abwechselt, sobald sie alle sind. Dann habt ihr einen Hauptton mit schöner Varianz drin. Da ist also wirklich ganz viel möglich. Ja, nach dem Zusammenhäkeln dieses Rechtecks habe ich noch einen Rand mit festen Maschen oben und unten dran gemacht. Das zeige ich euch gleich, wie ich das gemacht habe. Ja, und insgesamt also pro Stulpe ungefähr 25 Gramm verbraucht. Und ich finde, da ist ein ganz schönes Projekt draus geworden. Angezogen sehen die Stulpen jetzt so aus. Und ich mache normalerweise nicht so gerne Angaben zur Maschenanzahl und Länge und Breite, weil das natürlich immer total davon abhängt, welche Größe ihr oder der Behäkelte habt. Aber ich kann euch sagen, das, was ich euch in der Anleitung hier zeige, da habe ich eben einfach auch mal Angaben gemacht, weil das doch eine ziemlich gängige Größe ist. Ich habe das an meinen Kolleginnen ausprobiert und die hatten alle diese Stulpen an. Und es hat für lange, dünne und kräftigere kurze Arme hat das gleichermaßen gepasst, weil durch die Arbeitsart hier dieser halben Stäbchen ist das Ganze ziemlich flexibel. Und wenn es darum geht, das Ganze länger oder kürzer zu machen, dann könnt ihr natürlich noch ein paar Maschen dazu nehmen oder euren Rand länger oder kürzer machen. Mir geht das hier jetzt genau bis zu den Knöcheln. Das finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Und das Daumenloch ist auch von der Größe her so, dass das für kleine, zarte Daumen und für kräftige Hände gleichermaßen gut geht. Jetzt soll es aber losgehen mit der Anleitung und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Jetzt geht's los.
Wir fangen damit an, dass wir 30 Luftmaschen anschlagen, plus minus, je nachdem, wie groß ihr das Ganze haben wollt. Und für dieses Muster ist es auch ziemlich unwichtig, ob es eine gerade oder ungerade Zahl ist. Das könnt ihr so machen, wie es für euch passt. 30 ist jetzt eine gute Stärke für eine Durchschnittsgröße. Und wir können die Größe später auch noch variieren, eben mit dem Rand, den wir oben und unten dran häkeln. Das könnt ihr also ganz gut anpassen. Eine Masche mache ich noch zum Wenden und die ganzen Stulpen häkle ich mit halben Stäbchen und variiere eben so ein bisschen die Einstichstelle. Aber in der ersten Reihe machen wir eben nur mal ganz klassische halbe Stäbchen und dazu braucht man einen Umschlag. Ich steche wieder bevorzugt hier in diese rückwärtige Schlaufe ein, dass ich drei Schlingen auf dem Haken habe und dann werden alle zusammen abgemascht. Und pro Luftmasche kommt jetzt ein halbes Stäbchen drauf, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. Und dann geht es auch ganz simpel weiter. Ja, das ist die erste Reihe und jetzt kommt das, was ich an halben Stäbchen immer wieder besonders toll finde, denn wir können jetzt variieren ohne Ende. Ihr seht jetzt also hier die Maschenkörper von den halben Stäbchen und die beiden Schlingen, die sich beim Häkeln ja nahezu immer ergeben. Bei halben Stäbchen haben wir nicht nur diese beiden Schlingen, sondern wenn wir das Ganze ein bisschen kippen, seht ihr hier noch eine dritte Schlinge. Und die werden wir jetzt behäkeln, und zwar nur diese eine Lasche. Es wird also jetzt immer nur durch eine Lasche gehäkelt und dadurch erzielen wir zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass uns diese beiden eigentlichen Maschenglieder auf die Oberseite kippen und dann kriegen wir so ein bisschen Strickoptik. Das heißt, diese Loops, die verlaufen dann später so und liegen eben oben auf. Und die andere Sache ist, dadurch, dass wir nur ein Maschenglied nehmen, wird das Ganze ziemlich flexibel. Ich zeige euch für beide Reihen, wie man findet, wo man am besten einsticht. Aber wenn ihr vor Augen habt, dass ihr wollt, dass diese Schlingen eben oben sich als Muster abbilden, dann ist eigentlich schon fast klar, wo man einstechen muss. Auch hier mache ich wieder zum Wenden eine Luftmasche. Drehe mir jetzt die Arbeit um und dann habe ich hier diese eine Strebe, diese hier. Das ist das dritte Maschenglied. Ne? Die beiden anderen liegen hier, die kippen so ein bisschen zu der einen Seite hin und hier dieses dritte Maschenglied, da häkle ich durch. Und dadurch passt das auch so für ziemlich jede Größe. Ihr könnt natürlich eine Reihe mehr, eine Reihe weniger machen. Das kommt auch total auf die Trägerin drauf an oder den Träger. Aber insgesamt ist das sehr elastisch. Und wir stechen eben hier in diese eine rückwärtig liegende Strebe ein. Machen das Ganze auch nicht zu fest. Keine Sorge, das wird nicht zu luftig. Und dadurch wird das Ganze eben schön elastisch. Also immer nur durch dieses eine Maschenglied einstechen und die halben Stäbchen häkeln. Und die beiden anderen, seht ihr hier, die kippen dann nach vorne und machen uns dieses schöne Muster. Die letzte Masche nicht vergessen, ne? Also ich habe gleich in die allererste und eben dann auch in die allerletzte Masche eingestochen, so dass ich auch immer bei den 30 Stäbchen bleibe. So, und dann seht ihr, auf der zukünftigen Innenseite ist das relativ unspektakulär, da sieht es so aus. Und auf der anderen Seite hat sich hier dieser schöne Rand gebildet. Für die nächste Reihe gilt das Gleiche. Da habe ich hier meine beiden Luftmaschen. Maschenglieder, nicht Luftmaschen, und hier dieses dritte Maschenglied. Und ich werde auch wieder nur das hintere behäkeln, damit auch hier wieder die Reihen nach vorne kippen. Und dazu braucht man eigentlich nur
das ganze Arbeitsstück ein bisschen anders halten. Ich drehe mir das jetzt um. Das ist meine Vorderseite. Und ich möchte, dass diese beiden Maschenglieder hier, dass die auch wieder oben aufliegen. Das heißt, ich kippe mir das Ganze so ein bisschen und suche mir das dritte Maschenglied und das wird behäkelt. Also auch wieder ein Umschlag und ich behäkel auch immer gleich die allererste Masche, damit mir das hier keine Löcher ergibt. Und immer nur dieses eine dritte Maschenglied. Ganz normale halbe Stäbchen, ohne irgendwelche Extras. Und dann seht ihr, auch diese Reihe kippt sich nach vorn und macht dann hier diesen kleinen Zopf. Ja, ich mache für die erste Hälfte 7 Reihen, wenn die Stulpen sein sollen für jemanden, der kräftiger ist, oder es soll vielleicht sogar für Beine sein, dann natürlich entsprechend mehr Reihen. Ich komme mit 7 ganz gut hin. Dann kommt eine Reihe für den Daumenausschnitt und dann kommen nochmal 7 Reihen obendrauf. Und wie das mit dem Daumenausschnitt funktioniert, das zeige ich euch als nächstes. Ich habe jetzt also 7 Reihen durchgehäkelt. Das Ganze sieht jetzt so aus, ja, mit diesen schönen Reihen obendrauf und habe die 8. Reihe angefangen. Und durchs Ausprobieren und Ausmessen habe ich herausgefunden, dass wir das Daumenloch am besten machen können, indem wir uns die letzten 8 Maschen erstmal unbehäkelt lassen und machen jetzt für den Daumenausschnitt 4 Luftmaschen, 3 und 4. Überspringen hier unten auch 1, 2, 3, 4 Maschen. Das heißt, ich habe noch 4 über und da mache ich wieder halbe Stäbchen rein. Und das ist im Prinzip schon alles für den Daumenausschnitt. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt kommen nochmal 7 Reihen oben drauf. Dann haben wir das passende Gegenstück zu dem unteren Teil. Und wie man das hier behäkelt, das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich auch ganz simpel. Wir häkeln also ganz wie gewohnt ganz genauso weiter, machen eine Wendeluftmasche, drehen uns die Arbeit und nehmen auch wieder hier die rückwärtige Schlinge für die ersten halben Stäbchen ganz normal. Wenn wir zum Daumenausschnitt kommen, dann müssen wir nur einmal ein bisschen die Einstichstelle anpassen. 1, 2, 3. Und dann nehme ich auch wieder, ich habe ja hier oben wie am Anfang auch diese 2 Maschenglieder und unten diese rückwärtige Perle. Und da kommt auch wieder pro Luftmasche in diese eine Schlinge ein Stäbchen hinein. Das müssen also auch wieder 4 halbe Stäbchen sein, ist vielleicht ein bisschen friemelig, aber es sind ja nur 4 Maschen. 3 und Nummer 4. Und dann geht es wie gewohnt weiter, immer nur in dieses dritte Maschenglied. Halbe Stäbchen für weitere 7 Reihen oder das, was für euch wichtig ist. Also dieses Daumenloch ist auch ziemlich variabel. Das geht für kleine Daumen, das ist aber auch elastisch genug für große Daumen, wenn jemand kräftige Hände hat. Und das ist also auch wirklich ein sehr flexibles Muster. Das kommt von der Größe ziemlich gut hin.
Nochmal kurz zusammengefasst, wir haben ja hier mit 30 Maschen angefangen, 7 Reihen halbe Stäbchen oben drauf gehäkelt und das eben immer nur in dieses dritte Maschenglied, damit sich hier oben diese kleinen Zöpfchen auf der Oberfläche ergeben und das Ganze auch schön rustikal aussehen lassen. In der 8. Reihe haben wir die letzten 8 Maschen erstmal unbehäkelt gelassen, haben 4 Luftmaschen dazu genommen und hier unten 4 Maschen übersprungen, damit wir den Daumenausschnitt bekommen und die letzten 4 Maschen wieder mit halben Stäbchen behäkelt und weitere 7 Reihen im gleichen System wie hier unten oben drauf gehäkelt. Und wie schon gesagt, für alle gängigen Größen ist das eigentlich ziemlich passig, weil das alles sehr, sehr flexibel ist und sich in alle Richtungen ziehen lässt. Ja, wenn man das jetzt also hier, wo das Daumenloch ist, das ist so die Mitte, ne, von der Stulpe. Das kann man hier halbieren. Und dann seht ihr, ist das eine relativ gute Breite. Und jetzt geht es daran, das Ganze zusammen zu häkeln. Dazu klappe ich mir die Außenseite, also die rechte Seite, zusammen, dass man sie erstmal nicht mehr sieht und wir hier auf die Innenseite gucken. Und ich hole mir hier durch meine allererste Masche, wo ich eben auch angefangen habe, da hole ich mir meinen Arbeitsfaden, die Schlinge, die ich hier oben habe, hole ich mir durch, mache die ein bisschen fest und mache noch mal eine Luftmasche, um das Ganze zu sichern. Und jetzt drehe ich um und ich häkel das Ganze zusammen mit festen Maschen. Das könnt ihr aber auch mit Kettmaschen zum Beispiel machen. Also wie euch das am liebsten ist. Und dann steche ich hier hinten auch wieder in dieses eine Maschenglied, in das dritte ein, nur in eins. Und auf der anderen Seite durchsteche ich beide, sodass ihr jetzt eure Luftmasche sozusagen und eben 3 Schlingen auf dem Haken habt. Und ich mache eben feste Maschen und verbinde das somit. Hier auch wieder auf meiner zugewandten Seite nehme ich ein Maschenglied und auf der gegenüberliegenden Seite beide. Und mache eine feste Masche. Und dann haben wir nämlich auf der Außenseite später keine wirklich sichtbare Naht, sondern es sieht eben so aus, als wäre da ein weiteres Zöpfchen entstanden. Ja, pro Masche also eben hier eine feste Masche zum Verbinden. Und wenn ihr am Reihenende seid, nicht den Faden abschneiden, das nutzen wir gleich, denn ich bin ja ein ganz großer Freund davon, das wisst ihr vielleicht, möglichst praktisch zu arbeiten, möglichst wenig abzuschneiden und neu anzusetzen. Und da können wir zumindest für die eine Kante das gleich nutzen und können da noch einen Rand dran häkeln. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, das zeige ich euch aber gleich. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn das zusammengehäkelt ist. Das ist immer noch die Innenseite, die mir zugewandt ist. Das ist die Naht. Die verschwindet dann später, weil wir die Stulpe ja noch umdrehen. Und hier oben mache ich gleich weiter mit dem Rand. Ich habe mich entschieden, feste Maschen zu nehmen, damit dieser etwas robuste Look auch bleibt. Da könnt ihr natürlich variieren, dass ihr da Muscheln drauf häkelt an den Rand. Könnt auch mehrere Reihen machen, ihr könnt irgendwas mit Picot könnt ihr machen, dazu habe ich auch eine Anleitung. Ihr könnt zum Beispiel auch ein Bündchen machen mit vorderen und hinteren Reliefstäbchen. Da empfehle ich euch, wenn ihr das macht, nehmt hier ein paar Maschen mehr zu. Wir müssen uns ja jetzt hier erstmal eine Basis schaffen. Nehmt ein paar Maschen mehr, damit es hinterher nicht zu fest wird an der Hand, weil das Bündchen dann relativ fest wird und denkt dann eben auch dran, dass ihr eine gerade Maschenanzahl nehmt. So,
Ich mache jetzt hier oben gleich weiter und weil ich das Ganze schon ein paar Mal ausprobiert habe, weiß ich, dass ich für meine Höhe von 15 Reihen hier mit den halben Stäbchen so in etwa 24 feste Maschen drauf häkeln sollte, damit das nicht zu fest und nicht zu locker wird. Also die verteile ich jetzt einmal ringsrum. Und ganz wichtiger Tipp, nehmt euch, wenn ihr hier eure Maschen arbeitet, nicht nur ein Steg, ein Maschenglied, sondern schummelt euch da immer ein zweites dazu. Kann man sich von hier hinten auch mal noch eine Schlinge holen, damit das Ganze nicht löchrig aussieht, sondern schön stabil ist. Und die Maschenanzahl macht natürlich auch Sinn, sich die zu merken für die andere Stulpe, damit die sich dann gleich anfühlen, ne? Weil wir brauchen ja zwei. Wenn ihr mal drei Maschenglieder erwischt, ist das gar kein Drama, nur eins ist zu wenig. Ich zeige euch das hier gleich. Manchmal muss man sich da eben so ein bisschen hinschummeln. Hier gehe ich so durch diesen Knoten durch. Und wenn ich nämlich hier nur in eins einstechen würde, dann ist das relativ locker und dann ziehe ich mir das Ganze hier hoch. Und es sieht auch schöner aus. Ja, und das mache ich einmal ringsrum. Und wenn ich dann rum bin, dann schließe ich mir hier in meiner ersten Masche, schließe ich mir das Ganze mit einer Kettmasche. Und weil ich an der Seite bin, wo mein Daumenloch ist, also dieses Stückchen hier, wo ich gerade arbeite, wird später hier liegen, da mache ich mir nochmal eine zweite Reihe mit festen Maschen drumherum, weil das einfach schöner aussieht. Das kann man, muss man aber nicht. Ihr könnt auch fünf Reihen machen. Damit könnt ihr eben auch nochmal die Länge dieser Stulpe variieren. Ja, und dazu mache ich eben nochmal eine Luftmasche und diese Runde wird einfacher. Da brauche ich nur immer da einstechen, wo eben vorher schon die festen Maschen sind von meiner ersten Runde und häkeln nochmal rum. Und mir reicht das dann mit zwei Reihen festen Maschen. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch austoben, was ihr am schönsten findet. Und wenn die zweite Reihe abgeschlossen ist, dann mache ich mir nur noch mal hier in die erste Masche eine Kettmasche rein. Schneide mir den Faden ab und ziehe mir den Faden hier durch meine Masche durch, mache das Ganze fest und steche hier in die nächste Masche ein und hole mir den Faden auf die Innenseite, damit ich den dann vernähen kann. Aber dann seht ihr hier, haben wir keine Stufe, ist alles schön flach und gleichmäßig und von der anderen Seite, da sieht man es auch nicht und den Faden vernähe ich mir dann hier in der Naht. Ja, das ist meine Ohrseite, also an der Handseite, an der Unterarmseite werde ich das gleiche auch nochmal machen mit festen Maschen und nehme auch 24 Stück. Da reicht mir dann eine Reihe, aber das Prinzip ist genau das gleiche und auch da masche ich dann ab und vernähe meine Fäden. Noch so ein kleiner Tipp, ich habe hier noch diesen Anfangsfaden von ganz vom Anfang und den Anfangsfaden von jetzt meiner Runde für die festen Maschen. Und da mache ich mir einfach jetzt einen Knoten rein, verbinde die beiden miteinander, einen Doppelknoten, damit das Ganze sicher ist. Und den werde ich mir gleich in diese Runde mit den festen Maschen mit einhäkeln. Dann brauche ich hier nicht so einen Aufriss mit dem Vernähen machen. Mir hier einfach meine Luftmasche oben drauf und dann lege ich mir diese beiden Fäden oben drüber und suche mir dann hier meine festen Maschen und häkel einfach über die Fäden drüber. Ja, so sehen die Stulpen also jetzt von außen aus. Ich habe sie gewendet. Nochmal ganz kurz, es ist ja auch egal, dadurch, dass wir hier nur einfache
Löcher für die Daumen haben, welchen ihr links, welchen ihr rechts tragt. Ihr braucht also keine Rücksicht drauf nehmen, dass ihr irgendwie spiegelverkehrt arbeiten müsst, wenn ihr für den linken oder den rechten Arm die Stulpen macht. Dann hoffe ich, dass ihr ganz viel Freude mit der Anleitung habt, dass euch das Muster gefällt und dass ihr gegebenenfalls noch ganz viel Spaß bei Outlander habt. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Lasst mir bitte gerne einen Daumen und einen Kommentar da, ob euch das Ganze gefallen hat. Und dann bis ganz bald. Tschüss, macht's gut, eure Alex.